Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Bed Wars. Aber heute eröffne ich ein neues Format und zwar wird dieses Randyland heißen. Wie ihr seht, ich spiele auf der Map Farmland 4x3. Und ja, Randyland beinhaltet halt einfach, dass ich in diese Runde joine und wie ihr seht, ich in kein Team gehe, keine Partner habe oder in keiner Party bin. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel diesen Steve und diesen Alex haben, in meinem Team haben, was natürlich ein bisschen scheiße wäre. Und ja, zum Start dieser Serie habe ich einfach mal die Handcam ausgepackt, dachte ich mir mal so, könnte ich mal bringen. Und gleichzeitig auch noch ein neues Format eröffnen, das ist doch immer gut. Ich bin Team Blau mit Ich mag Anton und Atomkeks Unterstrich. Jo. Und wie gesagt, viele wollten halt einfach, dass ich mal Handcam mache. Da habt ihr es dann auch noch dazu. Und mit dem neuen Format dachte ich mir mal so, könnte ich vielleicht auch nochmal, ja, wie soll ich sagen, einfach mal ein bisschen Abwechslung auf diesen Kanal bringen. Und ja, falls ihr euch wundert, warum ich mit dem Nicht-Mitte-Pack spiele, ich habe gerade einfach mal wieder richtig Bock auf dieses Pack. Ich mag das wirklich. Ich mag das wirklich, das hat irgendwie wirklich Style. Ich mag das Soundpack, das dazugehörige und... Naja, irgendwie, ich finde das einfach cool und spiele damit gerade auch relativ in Ordnung. Ich meine, das war eine Facecam-Aufnahme, genau das gleiche Texture-Pack. Ja, und wie ihr seht, ich Butterfly klicke. Oh ne, gute Alter, Atomkeks ist auch schon am Start. So wie es sich gehört, Alter. Das nenne ich Teamplay, das nenne ich Teamplay. Und ja, natürlich könnt ihr auch wieder Kritik äußern in Sachen Handcam. Natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das, hupsala, sorry mate, strike. Und wenn euch das natürlich, Blackmore, gefällt, ich das natürlich auch öfter bringen, genauso wie mit der Facecam. Und ja. Steve und Alex in einem Team, das ist ja schon echt romantisch. Okay, laggt halt mehr, Junge. Junge, bitte lag doch nicht so hart, Mann. Oh Gott. Na gut, ich lagge schon mal nicht, dass ich wieder lagge und mich dann wieder beschwere, lag das nicht so behindert. So. Ho! Okay. Wie ihr seht, alles legit, Leute. Jo, gute Idee, das abzubauen. Nein. Oh mein Gott. Okay. Also momentan läuft es relativ gut. Es kann halt jedes Mal, wenn ich Randyland aufnehme, passieren, dass ich da wirklich Steve und Alex in ein Team krieg und ja, dann werde ich wahrscheinlich so ziemlich gefickt sein. Aber es macht mir nichts. Ich spiele ja nicht auf Stats oder so. Wie ihr seht, Stats sind jetzt auch nicht gerade die besten. Ich spiele halt auch mehr CWB wie in letzter Zeit als wirklich normales ja, Bed Wars. Das geht mir eigentlich so ziemlich auf die Eier momentan, aber ich habe jetzt gerade so eigentlich wieder richtig Motivation dazu packen, sage ich mal, denn ja, es hat ja vielen momentan nicht, was heißt momentan, es hat ja vielen nicht gefallen. Vor allem 8x1 wurde gemieden. Und ja. Ich spiele jetzt einfach auch mit Gold. Es ist mir jetzt auch so ziemlich egal. Ich will die jetzt einfach relativ schnell down kriegen. So. Eisenpicke. Ja, komm, gönne ich mir. Vielleicht machen meine Mates hier auch platt, das wäre ja auch mal was. Aber ich glaube, so wie es gerade aussieht, eher nicht. Dann brauche ich noch Lederrüssi.
Und natürlich noch eine, gleich mit dem Style, ein paar Cobwebs. Welches ist die Dreierbrust? Die kann ich hier droppen. Und dann geht's auf zum Gegner. Oh mein Gott. Jetzt wollte ich gerade so... Ah Gott. Okay, jetzt wird mein Team gerade getrappt. Hat natürlich Style. Okay, ich glaube nicht, dass er weiß, dass ich Stärke habe. Gut, den haben wir auch. Wo ist der letzte da? Oh mein Gott, nein! Komm, Mate, bitte hol ihn, bitte. Oh mein Gott, als ob ich das, als ob ich dann noch wirklich sterbe. Jawoll, GG, okay. Wir haben trotzdem gewonnen. Finde ich gut. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge Randyland gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen nach oben. Und ja, immer Kritik in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und chat mit euch!